Als meine Mutter starb, fand ich bei ihr zu Hause Briefe, die an mich adressiert waren. Sie hatte sie mir nie übergeben, hatte mir nie davon erzählt. Doch sie waren in einem Umschlag aufbewahrt, auf den sie geschrieben hatte: Miriams Vater. Miriam, das bin ich. Das heißt, das ist mein Vorname. Als ich den Umschlag und die Aufschrift entdeckte, war ich wie vom Donner gerührt. Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 3 Jahre alt war. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich komme später noch darauf zurück. Wenige Wochen vor der Entdeckung dieser Briefe rief mich der Arzt meiner Mutter an. Er teilte mir mit, dass meine Mutter, die seit mehreren Tagen vermisst wurde, soeben vollkommen verwirrt an einem Bahnhof aufgegriffen war, in Paris, 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Weiterhin erfuhr ich von ihm, dass meine Mutter ihm vor ihrer Flucht erzählt hatte, dass sie dringend in ihr verlorenes Königreich zurückkehren müsste und dass es nun in ihrer persönlichen Verantwortung liegen würde, Grund und Boden neu zu organisieren und den Grundstein zu einer neuen Politik zu legen. Meine Mutter wurde 1938 geboren in Tunesien. Damals war Tunesien seit 1881 ein französisches Protektorat. Meine Ururgroßeltern stammten aus Italien und waren in den ersten Jahren des Protektorats nach Tunesien ausgewandert. Meine Mutter war Italienerin, mein Vater war Tunesier. Meine Mutter war Europäerin, mein Vater war Araber. Da hört man sofort etwas, nicht wahr? Da hört man eine Art dumpfes Brummen. Und dieses Brummen deutet darauf hin, dass es anscheinend ein Problem gibt. Meine Mutter bezeichnete sich als Tochter italienischer Kolonialherren. Mein Großvater und seine Brüder waren Landwirte, sie hatten einen kleinen Bauernhof. Aber eigentlich waren die Italiener in Tunesien streng genommen keine Kolonialherren. Es gab damals in Tunesien in der Tat eine sehr große italienische Gemeinschaft und auch Malteser, Juden, Griechen und Russen. Doch Kolonialherren waren nur die Franzosen. Wenn ich hier das Wort Kolonialherr übernehme, dann nur, weil aus den Äußerungen meiner Mutter, die ich in meiner Kindheit hörte, klar hervorging, dass sie sich mit den französischen Kolonialherren identifizieren wollte. 1955 lernen sich meine Eltern kennen, 1 Jahr vor der Unabhängigkeit Tunesiens. Meine Mutter ist 18 Jahre alt, als sie meinem Vater begegnet. Sie arbeitet seit einigen Monaten in der Autowerkstatt eines Onkels in Béja, 115 Kilometer von Tunis entfernt. Ihre Eltern haben ihr verboten zu studieren, denn sie ist ein Mädchen. Mein Vater ist älter als meine Mutter, er ist 30 und Geschäftsmann. Und an diesem Tag hat er einen Termin in der kleinen Stadt, in der meine Mutter lebt, 68 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, als sein Auto verdächtige Geräusche von sich gibt. Und dann fährt der große schwarze Wagen in die einzige Werkstatt dieser Kleinstadt ein. Das klingt wie aus einem Roman von Marguerite Duras. Sie sehen sich zum ersten Mal, sie gefallen einander, sie unterhalten sich und es ist, als wären sie vom Blitz getroffen worden. Meine Mutter wird von ihrer gesamten Familie überwacht. Diese Liebe zu einem Mann, den man in der Kolonialsprache als Eingeborenen, als Kanake, als Kameltreiber bezeichnet, ist für sie vollkommen inakzeptabel. Sie verabreden sich heimlich. Meine Mutter wird beschimpft, geschmäht und sie wollen heiraten. 2 Jahre nach der Unabhängigkeit verlässt meine gesamte Familie mütterlicherseits Tunesien. Es handelt sich nicht um eine Rückkehr nach Italien, sondern um einen Aufbruch nach Frankreich, in ein Land, in dem sie noch nie gewesen sind und wo sie niemanden kennen. Die Irrungen und Wirrungen des Rückführungsprogramms führen sie schließlich nach Dijon im Département Côte d'Or. Meine Mutter ist bei ihnen. Sie ist noch minderjährig und fühlt sich, als hätte man sie mitten aus ihrem Leben herausgerissen. Zahlreiche Mitglieder meiner Familie mütterlicherseits werden in andere Städte in ganz Frankreich zurückgeführt. Der Clan wird zerschlagen.
Was folgt, ist die Suche nach Arbeit, egal welcher, der Verlust der bescheidenen Privilegien, Armut, sozialer Abstieg. Meine Mutter und mein Vater schreiben einander weiterhin Briefe. Er schreibt ihr postlagernd. Sie versteckt die Briefe in ihren Schuhen. Sie läuft durch diese fremde französische Provinz. Die Worte einer weit entfernten Liebe sind ihre einzige Kartografie. 19. Juli 1959. Meine Mutter wird 21 Jahre alt. Sie ist jetzt volljährig. 4 Monate später, am 8. November 1959, wird Habib Bourguiba zum Präsidenten der frisch gebackenen Tunesischen Republik gewählt. Die Franzosen kontrollieren immer noch Bizerte. Am 7. Dezember 1959, 3 Wochen nach der Wahl, verlässt meine Mutter Frankreich. Sie hinterlässt einen Brief, in dem sie schreibt, dass sie nach Tunesien zurückkehrt, um wieder bei dem Mann zu sein, den sie liebt. Niemand erwähnt sie mehr. Man betrachtet sie als tot, vermisst gemeldet, ausradiert. Am 30. Oktober 1961 kommen meine Eltern nach Frankreich. Meine Mutter steht bei ihren Eltern auf der Matte mit ihrem tunesischen Ehemann und obendrein im 8. Monat schwanger. Und an einem Novembermorgen komme ich zur Welt, in Dijon, im Département Côte d'Or. Später erfahre ich, dass mein Vater das Haus meiner Großeltern kaum betreten durfte. Von Zeit zu Zeit schlägt meine Mutter mit der Faust auf den Tisch. Er ist mein Mann, der Vater meiner Tochter. Ich verlange, dass sie ihn empfangt. Dann willigen sie ein, die Tür zu öffnen, tun aber sehr schnell so, als sei er gar nicht da und sprechen kaum mit ihm. Meine Eltern trennen sich, als ich 3 Jahre alt bin. Warum? Ich weiß nicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen.